Hier het je gewoon dit. De thema is de openborung nummer 6. Sardis wie in de gemeente onder de haar deze vijfde brief rechten deed. Hij vangt hier in kapitel 3, kracht zo aan, als bij de andere gemeenten in zacht en vers eind, in den engel onder de gemeente in Sardis schreef. Wie weten niet wer de leider van deze gemeente weer, als Johannes deze weer schrijft. Wie weiten ob einstige Dinge über die Stadt Sardis, wo diese gemeint wir? Dit wir to eine Tiet, ne wichtige in eine recke Stadt. Dort wir sogar der Hauptstadt von dat Land Lydien, in Port von Chlinasien. Diese Stadt wie op dem Borg, sei ja hoch op en düsen schaujet Eiver gebüt. In der Vergangenheit wird diese Stadt meist nicht mehrliche Wast von der fremde Armee entnehmen. Dit wie eine Stadt, wat so zu sagen, ganz selbstsicher wie. China kon an leicht wat daunen, also brückten sie in diesem Steck nicht düren. Dit fiel dort hau, dat die meeste in dieser Stadt in rüget in ein leckjeltje Leben fielen. Dort Heidentum wie in Sardis ook sehr angewartelt. Dort aufjättische in anreine Leben von der Heiden wie hier besonders orch. Hier in dieser Stadt gauft er doch nicht christliche Gemeint. Der Herr openbohrt sich zu dieser Gemeint mit dieser Wieda. Dit sagt der, der Gott seine sieben Geister in die sieben Stirns haft. So ist der Herr sich hier beschrift, wiest seine Ansicht in seine Macht. Am jeden die sieben Stirns. Wie weiten wird die sieben Stirns bedienen? Dort wird uns all in Kapitel 1, Vers 20 gesagt. Die sieben Stirns sind die Leiders oder Ältestes von den sieben Gemeinden. Der Jehirden arm, die wären sein Eigentum. Aber was die sieben Geister bedienen sollen, ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Dit kann nur abhanden, dass der Heilige Geist, was in Jesus wir, sich in sieben wunderbare Wege durch arm openbohrt. In Jesaja, Kapitel 11, Vers 1 und 2, wird von dort erste kommen Jesu geredet, in dort in siebenfaltiger Geist ab am rühen wird. Dort sagt er, ab Jesus wird die Geist vom Herrn, die Geist von Weisheit, die Geist von Verstand, die Geist von Rot, die Geist wird stärkt, die Geist von Erkenntnis in die Geist von der Furcht vom Herrn rühen. Wenn einer diese Beschreibung vom Geist betracht, dann ist einem dort wohl klar, dass der Geist Gottes am ne deipe Ansicht gauf. Die Gemeindenleiter jehirden am, in heikon klar seinen, wort an diese Gemeinden verjenk. Diese Ansicht hat er durch den siebenfaltigen Geist. Wort sagt er dann in diese Gemeind, an Sardis? Wir lesen wieder, und er sagtet, ich weit um deine Worken, in dort du den Nomen hast, dort du lebst, in oberdaut bist. Wat einem hier besonders abfällt, is, dort der Herr bei dieser Gemeinde nuscht nicht anjeft, wat he loven kann. Bloß bei dieser Gemeinde in Sardis, in der Gemeinde in Laodicea, wird du nuscht zu loven. Furz sagt er, wat am nicht voll, dort wir er daut ja tauschtont. Wat hier auch abfällt, ist, dass diese Gemeinde aber entnommen hat, dort sie lebt. Wat kann dat wohl meinen? Einem kommt dat so fair, dit wie eine Gemeinde, wo noch immer viel fair ging. Vielleicht wird dat überhaupt eine ziemlich graute Gruppe Menschen, wat sich hier taubfunk. Hier wird noch immer gelehrt und gepredigt. Hier werden sogar vielleicht noch aule und kranke Menschen besucht, aber innerlich fehlt wat. Die Gemeinde hat bloß den Nomen, dort sie lebt. Dort leid bloß so, aber innerlich wird dort kein geistliches Leben mehr. Woran kann diese Gemeinde dann dort was sein? Hier kommen Menschen zur Kirche, aber geistlich bedienen dort nicht. Dort wird bloß aus Gewohnheit, dort sie in die Kirche führen. Wort dort gepredigt wird, wie aus der Bibel, aber da wird keine Gewissheit durchhängen. Die Prediger deit seine Arbeit auch aus Gewohnheit. Er las an vielleicht jeder Sonntag eine Predigt fair, aber innerlich
hat er die gar nicht durchgebet, in die Wahrheiten hat er selbst gar nicht erfahren. Wann du auch noch jeder Sonntag zurück wir, und wann die Diakonen auch noch einmal die Menschen besuchten, wie du kein Wort jästliches Leben meier. Dit wie eine Gemeinde, wird glückgeltig geworden wir. Ihr Christenleben wird tun eine Gewohnheit geworden. Auf sich durch diese Kirche mal wer bekehrt, wie die meisten Gemeindenglieder ganz und daunt. Sound ist eine Kirche, wo so sieht, als wann sie noch lebt, aber sei es in Wirklichkeit daut. Wir lesen dann in Vers 2 wieder. Werk ab, und stark dort ewige, wo du reit erst zu sterben, denn ich sei dort Gott deine Wolken noch nicht aus vor dich ansit. Dort einzige bei dieser Gemeinde, wo der Herr noch anerkennen deit wir, dort he noch von dort ewige red, wo sie stärken sollen, eier dort auch noch sterf. He meint hier ohne Zweifel deich Lieder einer Gemeinde, wo noch ne warme Leib für den Herrn und für andere Menschen hauden. Diese ewige Blevene hauden sich nicht die Endaunt ewigeft. Sie wären nicht aufgekommen, so dass sie, so es viele andere in der Gemeinde, bloß uit die Wahrheit in die Kirche gingen, aber wenig nur dachten, wo das meint, Christ zu sein. Diese ewige Blevene soll die Gemeinde stärken. Das erste, was sie tun sollen, ist abwirken. Der Herr sagt zu dieser Gemeinde sehr kurz, werk ab. Bloß wann wir abwirken in Ernseinen, wo weit wir vom Herrn aufgekommen sind, tja wie dort stärken, was bei uns noch nicht gestorben ist. Hier sind drei wichtige Tekens, woran einer seine Gemeinde meten kann, ob sie auch all eingeschlopen oder sogar gestorben ist. Das erste, wo nur wir checken, ist uns Gottesdienst am Sonntag für den Mittag. Streve wie du noch, bei der Aule zu bleiben, am Singen, am Predigen, und an die Wehe, wo wir die Gemeinde rahnen? Wann einer durch Jo sein muss, dann kann das sehr leicht sein, dass wir all ohne dort wieder das Morgen geistlich angeschlopen sind. Wann die Gemeinde nicht mehr noch nie Wehe sieht, die von der Welt mit dem Evangelium zu erreichen, dann kommen da bald bloß Saunen nur an sich Kirchen, wo noch einmal gekommen sind. Da kommen keine Fremde, weil es die Gemeinde noch gar nicht versiegt anzureden und gar nicht erreichen will. Sie wollen leider ohne sich bleiben, weil es an das so viel Makel ja ist. So eine Gemeinde schlappt dann all, weil sie ihre Abgabe in der Welt gar nicht mehr erkannt. In zweiter Teken, dort eine Gemeinde gestorben ist, es wann wir mehr bedürft sind über unsere Tradition als über unser Leib für Christus und für verlorene Menschen. Was meine ich mit Tradition? Mit Tradition meine ich die Sitten und Regeln, die wir von lang träg immer gehört haben. In anderen Worten, so ist wie das immer gehört haben. Hier zum Beispiel ist eine Tradition, die bei eins Jesaja festgeholt wird, die über ihre Gemeinde jästlich sehr hinderlich ist. Wann bei uns die Predigten noch immer eine hochdeutsche Sprache aufgelesen wurden, dann ist das bei uns eine Tradition geworden. Eine gute Veränderung, was dann fehlt, ist, dass die Prediger dann selbst aus der Schrift seine eine Predigt reinmerkt, was ab der von der Zeit nachpasst, und er legt die Schrift klar an die Sprache aus, was jeder einer versteht. Bei vielen Gemeinden soll das ein Plattdeutsch sein. Wann wir diese Veränderung nicht merken wollen, weil's wir dort noch einmal so gehört haben, da sind wir an Tradition gebungen, und dort ist ein Teken, dass unsere Gemeinde entweder schlappt oder all gestorben ist. Ein dritter Teken, dass eine Gemeinde dort ist, ist, wenn sie sich hier in alle Veränderungen stiepert, was überneidig sind, um an die verdörrische Zeit für Jesus in Zeichnis zu sein. Damit meine ich nicht Veränderungen von Dingen, was niemals sollen geändert worden. Da sind gewisse Dinge, was einer niemals verändern soll. Zum Beispiel, das Evangelium lässt sich niemals verändern. Die Botschaft von Jesus bleibt dieselbe. Ein Christ soll sein Leben reinholen, in einer Heiligung leben. Dort ändert sich auch nicht. Jeder Christ soll für Jesus in dieser Welt ein Zeichnis, ein Licht sein. Dort bleibt auch immer so.
wat zich verändern kan, zijn de weg waar we mensen met het evangelium erreken willen. Wanneer we onze godsdienst hebben, kan zich verändern door nog wat voor mensen we proberen te dienen. Wann wir zu Ovest Maya Menschen erreichen können aus Samariast, dann sollen wir die Zeit für unsere Kirche verändern. Dort denke ich immer an Jesus seine Wieder über den Sabbat. Er sagt, der Sabbat ist für die Menschen gemerkt, nicht die Menschen für den Sabbat. Also wir sollen den Dorf verbrücken, dort den Menschen geholfen wird. Wo wir unseren Gottesdienst gestalten, kann sich auch verändern. Wir sollen vielleicht mal andere jästliche Lieder singen aus der Aule Wies. Wann wir proben, die Weltmenschen, wat uns fremd sind, zu erreichen, wo wir die nicht mit der Aule Wies not ertragen, weil's der Aule Wies für an nicht bedient, und sie verstehen die auch nicht. Dann mott wir ein Ehresprech anfangen, so eine jästliche Lieder zu singen, wat sie verstehen und wo sie mitsingen können. Aber die große Frage ist, ob wir willig sind, Veränderungen zu merken, so dass wir ein besseres Zeichnis in dieser Welt sein können. Oder do wir uns gegen jede Veränderung stiepern, bloß weil's wir bei der Aule bleiben wollen. Diese Fragen sollen wir uns alle mal fragen. Wenn irgendein von diesen Tierkens unsere Gemeinde beschrift, dann steht unsere Gemeinde eine große Gefahr zu sterben, oder die erst in Jesus seine Ohren all doubt. Der Herr seht ihr doch wieder, Gott sieht deine Worte noch nicht aus vor dich an. Dort meint, der Herr wir nicht zufrieden, wo die Gemeinde in Sardis but nu gehandelt hat. Sie hat nicht dort gedonnen, wat hei will. Ihre Worte in ihr Dienst vor allem wir nicht vor dich, der wir fehlerhaft. Wel war uns auch in diesem Briefen. Jesus seht zu seine Jünger, Je sind eine Welt, aber nicht von der Welt. Dort meint, dass Christen in dieser Welt leben sollen, aber nicht die Einstellung von der Welt in ihre Horten flehen. Wir sollen mank die Weltmenschen leben und an den Unterscheid wiesen zwischen einem Leben für den Sohn und einem Leben für Jesus Christus. Wir sollen an von der Heil an Jesus verteilen. Dort ist unser Abgabe und unsere Beraubung als Christen. Dort ist auch der Grund, warum wir manche Weltmenschen leben sollen, und steht, dort wir uns weit von an Trieb tragen und uns voran verstärken. Hier wies sich dort sehr üt, ob eine Gemeinde ihre Worte vor dich sind oder an vor dich. Wo sitzt bei mir persönlich? Sie hat doch bloß ein Gewahrheitschrist? Wo sitzt in unsere Gemeinden? Sei wir in unsere Gemeinden jästliches Leben? Kommen in unsere Gemeinden noch Söhne, wo sich dort bekehren und ein neues Leben für den Herrn anfangen? Fingen wir uns Söhne Menschen, wo gar nicht aus Mennoniten abgebracht sind, die wahre Geburt? Wurden Söhne Menschen bei uns am Glauben wiedergelehrt, so dass sie jästlich wachsen und auch anfangen, andere nur Jesus zu bringen? Wenn Söhne in unsere Gemeinden fremd ist, dann schlopfen wir auch all und haben bloß noch den Nomen, dort wir leben, und wir sind in Wirklichkeit auch dort. Dem Herrn seine nächste Wieder seien uns, wat wir zu daunen haben. Vers 3 sagt, Denk daran, wat du gehört und getreien hast, und hol dort, und kehr um. Wann du aber nicht abwirken wirst, wo ich ewer die kommen so sind deif, und du wirst auch nicht weiten, wanneer er komme war. Das erste, was wir tun sollen, ist daran denken, was wir gekriegen haben, und dort sollen wir holen. Nun fragst du vielleicht, ob das dann nicht doch das Rechte ist, wann wir uns an das Aule festholen. Meine Antwort dort ist, jo, aber bloß wann das Aule, was du festhältst, auch das wirklich Aule in das Rechte ist. Das wirklich Aule ist das Neue Testament. Wat habe ich dann gekriegen, worüber wir sollen nur denken und dann auch festholen? Denk an unseren Glauben aus Mennoniten in Holland und in der Schweiz. Dort wird dann der Recht der Glauben. In der Zeit werden die Mennoniten sehr tüchtige Missionaren.
Jo ferken kost an dortet Leben, aber sie reden sehr open von den Glauben an Jesus, und sie gewonnen sehr viel Menschen üte katholische Kirche für den lebenden Glauben an Jesus. In ihre Kirchen ward sehr klar gepredigt, dort sogar ihre Kinder dort verstunden. Dort erst dort richtig aule, woran wir denken sollen, in no trägonen. Weil wir nicht meinen, dort unsere verdörrsche Sitten in Reilen dort sein, wat wir sollen fasthalten. Wann wir trägonen wollen, dann will wir vorzug weit genug trägonen, nur Jesus, in dort wat unsere erste Verforderung gelehrt und ütgelebt haben. Wann ihr meint, ob er nicht abweicht, in sich nicht verändern will, für dei haft ihr Herr bloß schlechte Norecht. Hei wort so kommen aus dem Deif. Hei meint hier nicht sehen, zweidet kommen, aber dort hei aus dem Rechter hier in diesem Leben, all ewer diese Gemeint kommen wort, in an bestrofen. Hei sagt dann in Vers 4 und 5, aber du hast do Walche in Sardis, die ihre Kleider nicht besüdelt haben, und die wollen mit mir in witte Kleider gonen, will sie dort wird sein. Die Gewinnende sollen mit witte Kleider angetrocken worden, und ich war ihre Nomes nicht aus dem Lebensbürg erütlaschen, aber wo an ver Gott in seine Engel die Minien nennen. Kragt so es in jeder Gemeinde der Sonne sein, wo dem Herrn wirklich tschanen und trüb blieben, so wären du auch Sonne in Sardis. Ihr Leben wir nicht gleichgültig geworden. Die hauten ihre jästliche Kleider, so zu sein, nicht mit dort sündelige Leben in Sardis besüdelt. Die Herr nannte so trühe Kinder Gottes Jewena. An wurde die Herr unerkennen, in eines Dörres wie am mit witte Kleider untragen. Witte Kleider bedienen Reinheit in Gerechtigkeit. Ein anderer wird, der die Haarsaune mit seiner Gerechtigkeit kleiden. Wie tarnen ja alle den aulen wahren Spruch, wat kragt hier Handpost, wo das sagt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Nicht bloß waren sie aus gerecht an seinen Worten, aber ihre Seligkeit es hier gesichert. Hei wort ihre Nomes nicht aus dem Lebensbürg strecken, und hei wort an ver Gott in seine Engel die Sinje nennen. Wandert hier davon redet, dass hei ihre Nomes nicht aus dem Lebensbürg strecken wort, kann dort meinen, dass die, wo den Nomen haben, dort sie lebten und überdaut wären, dass hei ihre Nomes aus dem Lebensbürg strecken wird? Die Warnung an diese Gemeinde, wir seien klar. Sie sollen sich entscheiden. Hei sagt noch einmal, wer uhrenhaft soll horchen, wat der Geist der Gemeinden sagt. Wir haben bei dieser Gemeinde eine ganz ernste Vermohnung vom Herrn. Wenn du von deren Leider oder ein Ältester oder Prediger bist, dann bist du auch ein Engel von deiner Gemeinde. Du bist verantwortlich aus derjenige, wat an Norecht bringt. Wat du in Eck mit dieser Vermohnung daunen, könnte unerscheid sein, auf unsere Gemeinde bloß noch ein Nomenhaft, dort sie lebt, oder dort ist, oder dort könnte durch unseren Einfluss dort kommen, dort wie Erwartung erleben, und unsere Gemeinde war zum jästlichen Leben abwagt, und Gott seinen Wellen hier auf Erden war erfallen dort. Wann je noch Fragen han, über dort, wat je auf dit Programm gehört han, meine Telefonnummer ist 205 3 Feier saß 0523. Ich wünsche dir alle eine gute Wirt. Papa hier.